Markus Rosenmüller, komm her zu mir, deine Bühne. So, das wird beieinander. Gibt's was? Sie haben sich gerade unfreiwillig gemeldet, weil Sie sich am Kopf gekratzt haben, aber Sie müssen jetzt die erste Frage stellen. Um Gottes Willen. Ja, Gottes Wille war, glaube ich, dabei. Sie beten viel, ne? Gewiss. Und du? Geht. Dabei hat Georg alias Christian Ulmen das Beten bitter nötig. Regisseur Markus H. Rosenmüller erzählt in der herrlich schrägen Komödie Wer's glaubt, wird selig von einem Hamburger, den einst die Liebe in ein bayerisches Dorf verschlug. Doch seit sich das Klima gewandelt hat, bangt er mit der gesamten Gemeinde um deren Existenz. Wir haben keinen Ort gefunden in Oberbayern an einem Skiort, der uns taugt hätte, der dramaturgisch gepasst hätte. Unser Location Scout ist immer, der den Radius immer größer gemacht, bis wir gelandet sind in der Nähe von Amberg bei Kastel. Und das war natürlich eine Ehre für uns, wenn da im Winter jetzt die ersten Skitouristen hier fahren. Was war das für ein Ort, der da immer unter den Bergen da eingeblendet war, so in der Entfernung? Also das war dann Hollerbach sozusagen. In Wirklichkeit gibt es nicht. Gar nicht. Nicht einmal da drin. War das montiert? Digital, ja. Ja, das war montiert. Wir haben da das Plateau, wo wir die Schulter aufbauen, da haben wir so die Straße mit den Serpentinen und haben dann im Hintergrund ganz weit weg dieses Hollerbach angenommen. Das, wie gesagt, in Kastel ist. Wir haben dann in Kastel bei Amberg die Bergreihen montiert, auf dem Dorfplatz, dahinter Berg. Und da freue ich mich schon, wenn wir den in Kastel mal vorführen, was die dann sagen. Es geht um irdische Probleme, die wir alle kennen, im Gewand einer absurden, sehr, sehr lustigen Komödie. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Du bist gebenedeit unter den Weinbergen und gebenedeit. Mama. Und Georg überlegt sich, als seine Schwiegermutter starb, dass man aus dem ehemaligen Touri-Ort, in dem kein Schnee mehr fällt, ein Wallfahrtsort macht und beschließt, seine Schwiegermutter heilig sprechen zu lassen. Ich glaube, um heilig zu sein, da muss man irgendwie aktiv beteiligt sein. Da reicht es nicht, ein Kreuz auf die Rübe zu bekommen, nur weil dein Schwiegersohn auf der anderen Seite von der Wand deine Tochter knallt. Das könnte einfach nur Pech sein. Also, das ist ja so, ich laufe natürlich immer rum und schaue, Mensch, was kann ich verwursteln, was haben wieder gute Ideen. Ich habe mit Sicherheit so 8 Filmideen in der Schublade, wo ich mir denke, Mensch, da arbeite ich immer wieder dran, kontinuierlich. Und wenn was gibt, mache ich weiter. Auch die Heiligsprechung habe ich schon bei der Bewerbung an der Filmhochschule das erste Mal angepackt. Heilige August, Heilige, Entschuldigung, Franziskus, genau, sowas. Das Thema hat mich beschäftigt. Ich wollte es dann nochmal anpacken, bin aber gar nicht so weit gekommen, weil ich dann dieses Buch angeboten bekommen habe. Von Jeremy Levin, das ist ein amerikanischer Drehbuchautor, ein ziemlich bekannter Drehbuchautor in Amerika, hat für Robert Redford ein Buch geschrieben. Die Legende von Bagger Vance hat selber einen Film geschrieben und inszeniert. Das war Don Juan de Marco mit Marlon Brando und Johnny Depp. Und die Produktionsfirma Wiedemann und Berg, die ja bekannt ist, die haben den Oscar gewonnen mit Das Leben der Anderen. Die haben den in Cannes kennengelernt, den Jeremy Levin, haben auch einen Film von ihm produziert, haben dann das Drehbuch gegeben und haben gesagt, na gut, Vermont, katholisch und ein Skiort, ja, das kann man genauso gut in Bayern spielen lassen, haben die Rechte für den Film, für das Drehbuch bekommen und haben glücklicherweise mich gefragt, ob ich es machen mag. Genau. Wir brauchen 2 Wunder, die nachweislich Daisy bewirkt hat. Das Wasserlaufen, das Meerteilen, sowas. Genau, so ein richtiges Spektakel, nicht so ein Kindergartenwunder. Und ich habe selten so viel gelacht, als wie bei der Lektüre von dem Drehbuch. Muss ich wirklich richtig lauthals gelacht. Ich mache gerne einen Film über Glauben und was ist dahinter. Na Gott, sei nicht der Päpstliche als der Papst. Ja. Nein, haben wir nicht fragen müssen, aber da kennen sie ja, da kriegen wir gewiss einen Dankesbrief. Freue mich jetzt schon. Schon in seinem Riesenerfolg Wer früher stirbt, ist länger tot, nahm Rosenmüller mit viel Witz und Scharfsinn unseren Umgang mit Kirche, Glauben und Sünden auf die Schippe. Jetzt legt er noch einen drauf. Ich bin Monsignore Barsotti. Ich komme vom Vatikan, um die Heiligsprechung von Frau Daisy Hohenester zu untersuchen. Wieso weiß nicht von nichts, wie kann das sein? Wie bitte? Sie wissen von nichts? Nein, von nichts. Ja, ich weiß auch von nichts. Wie kann das sein? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Markus Rosenmüller ist einfach ein wunderbarer Regisseur und Autor, ein Kreativer, der eine Vision hat, der dafür kämpft, der aber wahnsinnig Spaß dabei hat, der alle ansteckt. Für mich, das sage ich wohlbedacht, einer der großartigsten Regisseure, die ich je kennenlernen durfte. Habe ich die Ehre. Heilige Daisy, grüß dich. Der kann so feine Rädchen drehen, ja, obwohl er so ein wuchtiger Mann ist und so viel Energie hat.
dann lasse ich den Müllschlang schon mal schreien. Ich hab's dir gesagt, ich hab's dir gesagt. Und vor allem hat er eine Ansprache gefunden, die den Verdacht nahelegt, dass er selber mal heimlich früher gespielt hat. Gesagt, was war die unten einzige bleiben. Regieanweisung? Ja, genau, bleiben, bleiben, habe ich gesagt. Da hinten ist schon eine Frage. In Ingolstadt, weil Ingolstadt also erstmal eine schöne Stadt ist, zweitens sympathische Leute hat und dass ich da gern herfahre. Genau. Also da gehört er selbst, also ich bin ja nicht das erste Mal da und bin schon öfters sehr nett hier begrüßt worden und das sind schon die Gründe eigentlich. Dann darf ich sagen, also, wenn er euch gefallen hat, sagt es bitte weiter. Falls einer dabei gewesen ist, dem er nicht gefallen hat, dann soll er es dem weiter sagen, den er nicht leiden kann. Und wie gesagt, wir gehen jetzt noch rüber, sagen grüß Gott und dann haben wir draußen, wenn einer ein Autogramm mag. Hört euch gut, servus. Scheinheilige Dorfbewohner, die von allen guten Geistern verlassen sind und eine aberwitzige Story. Wer es glaubt, wird selig, ist eine wundervolle Komödie, die selbst den Heiligen Vater zum Lachen bringen würde. Alles schaut jetzt anders aus, als es ist. Der Schlüssel ist für Notfälle. Ja, das ist ja eigentlich ein Notfall.